und sogar Mario Cipollini, der normalerweise geschont wird, damit er in einem möglichen Endspurt noch zulangen kann, beteiligt sich an der Führungsarbeit und 1000 Meter vor dem Ziel ist das Quartett nicht mehr beisammen. Es gibt jetzt einen lustigen Dreier, der die Tagesbeute unter sich aufteilen möchte. Aber was hier zählt, ist eigentlich der Sieg. Platz 2 und 3 sind schon uninteressant, nur der Sieger kommt normalerweise aufs Treppchen bei Profirennen. Tristan Hoffmann hat lange von der Spitze gefahren. Etwa 2-3 Kilometer vor dem Ziel haben die anderen immer wieder nur gelauert. Und jetzt der Antritt von Andrea Tafi, der unterwegs bei den Golfsprints die beste Figur machte. Noch 500 Meter. Tristan Hoffmann, der überraschend im letzten Jahr holländischer Meister wurde, immer noch vorn. Forconi dazwischen, Borghesi also zurückgefallen. Der Vorsprung war auf etwa 3 Minuten zusammengeschrumpft. Und dann der Antritt von Tafi, rechts außen. Aber der Holländer hält sein Rad. Nimmt noch einmal den Windschatten auf, schaut sich um, von hinten droht keine Gefahr und dann kommt sein eigener Antritt. Unglaublich nach dieser langen Führungsarbeit, er gewinnt die Etappe vor Tafi und vor Kohn. Den vierten Platz belegt dann als Solist Borghesi und aus dem Hauptfeld heraus eine schöne Mannschaftsleistung des Teams Telekom. Erik Zabel fuhr an für Olaf Ludwig, der sich schießen sprint, also die fünfte Position sichert. Vor Museo Nelissen und Casafelli, der Olympiasieger, wieder mit unter den Sprintkräften gefahren. Also sehenswerte Antritte, sowohl bei den Spitzenreitern, die wir hier noch einmal im Bild haben, in der Mitte der Sieger, links davon Andrea Tafi, rechts Bocconi und hier die Endspurt. Und dann sehenswert auch die Situation auf dem Hauptfeld, die wir eben verfolgen. In der Gesamteinzelwertung verändert sich also nichts, denn das Hauptfeld hatte nur einen Rückstand von 2 Minuten 25 Sekunden. Museo bleibt also vorne.